Hi und herzlich willkommen. Heute stellen wir dir den Beruf des Maschinen- und Anlagenführers bzw. der Maschinen- und Anlagenführerin vor. Zunächst wie immer ein paar allgemeine Fakten zur Ausbildung. Der empfohlene Schulabschluss für diese Ausbildung ist der Hauptschulabschluss. Bei der Ausbildungsart handelt es sich um eine duale Berufsausbildung. Die Ausbildungsdauer beträgt 2 Jahre und während dieser 2 Jahre kannst du mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 980 Euro im ersten Ausbildungsjahr und ca. 1030 Euro im zweiten Ausbildungsjahr rechnen. In dieser Ausbildung gibt es verschiedene Schwerpunkte. Da wären zum einen die Druck-, Weiter- und Papierverarbeitung, die Lebensmitteltechnik, die Metall- und Kunststofftechnik, die Textiltechnik und die Textilveredelung. Im Beruf sind deine Aufgabenbereiche dann die Bedienung, Wartung und Reparatur von Produktionsanlagen. Dabei arbeitest du im Schichtdienst und deine Einsatzorte sind Industriebetriebe verschiedener Branchen. Was die Fortbildungsmöglichkeiten anbelangt, so kannst du entweder die Ausbildung fortsetzen oder dich zur Industriemeisterin fortbilden lassen. Um Maschinen- und Anlagenführerin zu werden, musst du eine 2-jährige Berufsausbildung durchlaufen, in der du in deinem Ausbildungsbetrieb alle praktischen Handgriffe beigebracht bekommst. Parallel bekommst du an einigen Tagen in der Woche in der Berufsschule das nötige theoretische Hintergrundwissen vermittelt. Inhaltlich beschäftigst du dich in den 2 Lehrjahren mit den unterschiedlichsten Werkstoffen und damit, wie man sie richtig verarbeitet. Genauso gehört auch die Bedienung und die Wartung der einzelnen Maschinen zu deinen Aufgaben. Im 2. Ausbildungsjahr konzentrierst du dich dann besonders auf den von dir gewählten Schwerpunkt und vertiefst dein Wissen auf diesem Gebiet. Abgeschlossen ist deine Ausbildung, wenn du am Ende deines letzten Ausbildungsjahres den schriftlichen und den praktischen Teil deiner Abschlussprüfung bestanden hast. Danach muss dein Karriereweg aber noch nicht zu Ende sein, denn es gibt noch die Möglichkeit, die Ausbildung um 1 Jahr zu verlängern und so noch einen weiteren Schwerpunkt zu wählen. Diese Zusatzqualifikation vergrößert deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wenn du dich für die Ausbildung interessierst, ist es sinnvoll, sich im Vorfeld darüber Gedanken zu machen, ob du für diesen Beruf geeignet bist. Als Maschinen- und Anlagenführerin solltest du eine gute Reaktionsfähigkeit und Fingerfertigkeit mitbringen und dich gut konzentrieren können. Außerdem brauchst du Verständnis für die technischen Zusammenhänge und du solltest, was deinen Einsatzort angeht, auch mal flexibel sein können. Also, geh doch jetzt einfach mal kurz in dich und überlege, ob du diese Anforderungen erfüllst. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant, dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.